Hi, willkommen zurück zu Stray, der 7. Folge. In der letzten Folge haben wir uns durch die Slums kämpfen müssen. Und an diesem Punkt werden wir jetzt hier auch weitermachen müssen. Legen wir los. Links oder rechts? Rechts scheint Sackgasse zu sein. Also werden wir wohl erstmal rechts gucken? Nein, ist keine Sackgasse. Hoch komme ich nicht. Geh erstmal nach links. Da, wo die Kabel langlaufen. Okay, den kann ich nicht benutzen. Glaube, ich hätte auch nach rechts gehen können, oder? Ja. Ah, hier. Da sind Zorgs gefangen. Die sehen aus, ey. Bleibt mal schön da drin. Okay. Könnte hier der Vater vielleicht sein? Ja. Da ist er doch. Hä? Wow. Warte, du bist kein Zork. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meine Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Das müsste jetzt die letzte Erinnerung für die Slums sein. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Ja, das dürfen jetzt alle hier gewesen sein. Aber zwischen den Slums und der Kanalisation ist aber auch noch eins frei. Mach mal Mucke rein. Das wird die Waffe sein. Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zorgs wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt. Gigawatt. Ah, okay. Um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zorgs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ach, dreimal dürfte raten, wer das machen darf. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeig dir, was du tun musst. Ich war eigentlich noch nicht fertig, mich umzugucken, Kollege. Geh du mal. Aber ihr scheint eh nicht zu sein. Und Bücherhaufen fällt um. Physics Engine. Wo ist er jetzt hin? Da. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Wobei der die her? Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zorgs. Yay. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück.
Ah ja, wir sind ja eben schon hier lang. Aber ich gehe mal den anderen Weg jetzt. Ist die Frage, welcher dann schneller ist. Der hier wahrscheinlich, ja? Wenn die dann alle kommen. Gehen wir mal nach rechts. Die Frage ist natürlich, von wo sie kommen. Ich wollte schon losrennen. Okay, die kommen von überall. Oh lol. Die sind ja überall. Ah, easy. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Bist du groß, das Ding? Es hat geklappt, der Defluxor ist jetzt an deinem schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen und ich komme nach Hause, mein Sohn. Wie benutze ich den jetzt? Als Taschenlampe oder was? Nee. Aber bis zu den Slums ist ein ganz schöner Weg gewesen. Schaff all diese Zorgs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. L1. Ah, der lädt wieder auf. Wow, der funktioniert ja super, aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Jetzt muss ich ihn schützen. Hier ist eine Tonne. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ja. Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen. Na, hier durch, oder? Nee. Lang, nein. Aber warte mal. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich weiß noch nicht genau, was es bringt. Weil ich komme ja hier auch nirgendwo. Ah, doch da. Okay, hatte ich doch recht. Ah, man sollte auch hingucken.
Na, wo sind die Zorgs? Komm, bei den Eiern funktioniert das nicht. Okay. Oh, ist schön, wenn man sich mal wehren kann gegen die und nicht immer nur wegrennen. Flup, flup. Okay. Das war sehr knapp. Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Mal Licht anmachen. Schon in den Slums. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr alleine ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zorgs wehren können. Momo hat in Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Ich habe ja noch ein Notenblatt. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Erstmal Krallen schärfen. Warum guckt der so böse? So, sagt ihr noch was? Hallo Teddy, wie läuft's? Rose. Oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Seamus? Ihm habe ich das zu verdanken, dass ich von diesem verfluchten Ort zurückgekommen bin. Hey, das ist mir zu verdanken. Lügner. Wer bist du? Das fehlt etwas, ja. Was hat der Tauschhändler eigentlich noch gehabt? Das war Musik raus. Können wir erstmal Musik abgeben? Nee, das war Tauschhändler, okay. Stimmt, der hat noch dieses Bild hier. Was? Drei Dosen. Wie viel hab ich? Scheiße, eine fehlt. Eine Dose fehlt mir. Ob die auch noch hier irgendwo zu finden ist? Ich will noch mal kurz gucken, ob ich die Dose finde. Muss ja noch irgendwo ein Automaten sein, hä? Vielleicht da oben auf dem Dach? Könnte ich mir auch gut vorstellen.
einem Laden. Also Wäscherei, glaube ich ja nicht. Ah. Gib mal erst einmal die Musik ab. Eins fehlt, glaube ich, dann noch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, eine Note fehlt mir noch. Geringfügige wichtige Information. Was der hier wurde von einem renominierten Algorithmus verfasst. Ja, du kannst jetzt aufhören. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Und sind trotzdem nur 6er. War das nicht eben das 7. was ich gegeben habe? Ah. Egal. So, jetzt gehe ich nochmal auf dem Dach gucken, ob ich da nochmal einen Automaten finde. Nein, nicht runter. Möchten hoch. Da. Tap. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo Automaten finden. Oben könnte natürlich auch noch irgendwo einer stehen. Mal schauen. Was mit euch jetzt? Ich liebe das Wetter momentan. Wow. Gibt's kein Wetter. Automat, Automat, Automat. Den hatte ich ja schon. Ah, schade. Was wird der einzige sein, der hier oben ist? Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Aber man kann umschalten. Passiert da irgendwas? Wie viele Sander hat das? Vor allem, wer streitet hier was aus? Als Telekatz. Seppet durch alle TV-Kanäle. Okay. Kann man machen. Leider sehe ich keinen Automaten mehr. Schade. Hätte gern alles gekauft bei ihm. Na gut, dann eben nicht. Dann heißt jetzt zurück zu Simus, glaube ich, war es, oder was Momo? Und dann in die Kanalisation. Vielleicht gibt es auch das, die letzte Energy auch hier unten irgendwo. Wer weiß. Nee, Benzo. Momo wartet auf sein Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen, aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest?
denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zox hier reinkommt. Also haben wir jetzt nur die Möglichkeit, jetzt noch alles zu erledigen. Erinnerung fehlt ja auch noch eine. Aber wo war ich denn jetzt hier noch nicht? Meiner Meinung nach war ich doch jetzt hier überall, oder? Hier komme ich ja nicht weiter. Nee. Ich werde jetzt noch einmal letztes Mal hier durchgehen. Und dann geht's in die Kanalisation zum Momo. Wird jetzt auch, glaube ich, das letzte sein, was ich in der Folge mache. Und dann schauen wir mal. Oh. Kriege ich die Tür hier auf? Ja. So, hier sind wir. Ja, hier waren wir ja schon mal. Genau. Er hat hier auch keine... Sagst du eigentlich noch irgendwas? Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du was repariert... zu reparieren hast. Nö. Irgendwo muss so eine Erinnerung sein. Aber da muss ich ja hier irgendwo das Energy Drink finden, wenn ich nicht zurückkomme. Das ist natürlich blöd. In der Bar vielleicht? Also das habe ich auch schon mal gemacht. Jemand hat die Billardkugeln wieder hingestellt. Hier hat mir ein Notenblatt gefunden. Siehst du, ein Notenblatt fehlt mir ja auch noch. Ach Gottchen. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich für meinen zweiten Durchlauf, den ich dann nicht streamen werde, eine Priorität für mich sein, das alles zu finden, aber jetzt im Moment würde sich jetzt nur unnötig die Zeit strecken. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, wir lassen das und gehen zum Momo. Horror-Eimer? Ist jetzt ruhig. Jetzt nicht mehr. Hä? Warum läuft die Katze hier so langsam? War denn das? Ne, zurück kommt man nicht. Er hat da gehabt. Dann auf zum Momo, die letzten Minuten. Da lang. Dann mach zu, Kollege. Scheiß ganz schön. Gibt's auch nichts, okay. Dann Momo, nimm uns mal mit. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden hast und den Defluxor bekommen hast. Damit können wir jetzt Balthasar finden. Los geht's.
wie das schallt. Die Kanalisation. Dieser Ort ist unheimlich. Bei mir nicht unsearchable. Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf die andere Seite nachsehen? Jawohl. Ah, hier. Was denn für Rieseneier? Jetzt kommt die Facehacker aus Alien, ja? Oh, das war keine gute Idee. Ich muss aufladen. War eine gute Idee. Die wären bestimmt eh aufgegriffen, wenn ich da in die Nähe gekommen wäre. Aber an diesem Punkt war es das mit der 7. Folge von Stray. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.